Der aktuellste Diablo 4 Patch 1.04, der vor einigen Stunden erst aufgespielt wurde, beinhaltet offensichtlich einen Riesenfehler, der es möglich macht, das wohl mächtigste Item im Spiel, den sogenannten Shaco Unique Helm, kinderleicht zu finden. Schauen wir uns dazu erst einmal die entsprechende Stelle in den Patch Notes an. Scrollen wir ganz herunter, steht dort unter Gameplay Adjustments, Helltide Chests can now drop unique items. Sprich, aus den Kisten während einer Höllenflut können wir nun auch unique items ziehen, was vorher nicht wirklich möglich war. Einige schlaue Spieler haben also ganz gezielt während einer Höllenflut die Helmslot-Kisten anvisiert und siehe da, innerhalb weniger Stunden haben Dutzende Spieler teilweise zwei Shakos herausgezogen. Wowhead berichtet auch bereits darüber und den entsprechenden Artikel verlinke ich in der Videobeschreibung. Die bestmögliche Chance auf einen Shaco habt ihr übrigens entweder mit einer Zauberin oder einem Barbaren, denn diese Klassen haben nur Shaco und Andariel's Visage als Unique Drop Option, während die anderen Klassen teilweise noch zwei weitere Unique Helme droppen können. Blizzard wird diesen Fehler ganz sicher zeitnah mit einem Hotfix korrigieren und wohl möglich alle nach dem Patch gedroppten Shakos wieder aus dem Spiel entfernen. Aber für den Fall, dass die bisher gedroppten doch behalten werden dürfen, solltet ihr keine Höllenflut auslassen und ausschließlich Helmkisten öffnen. Denkt aber bitte daran, dass die Mobs mindestens Level 85 sein müssen, um solche Uniques droppen zu können. Ihr solltet also mindestens Level 83 sein, um dann in den Helltides Level 85 Mobs bekämpfen zu können. Ich wünsche euch viel Glück. Das soll's auch erstmal bis hierhin gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video.